Jetzt heißt es wieder aktiv im Leben hier bei Pöll TV, liebe Zuschauer. Und vielleicht kennen Sie dieses, sagen wir mal, Dilemma oder dieses kleine Problem, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Wenn man ein paar Jahre älter wird, dann merkt man natürlich, dass zum einen auf der einen Seite die Sehstärke ein wenig nachlässt. Bei vielen ist es aber auch deutlich erkennbar, dass die Hörkraft etwas nachlässt. Dafür muss man sich nicht schämen, das ist völlig normal. Das habe ich selbst bei mir festgestellt. Ingo kennt das Problem und viele bei uns in der Redaktion natürlich auch. Nur dagegen gibt es tatsächlich Möglichkeiten, was man dagegen tun kann. Sie kennen das, Sie sitzen irgendwo und möchten sich mit Freunden oder Bekannten unterhalten. Bitte, was? Man fragt zwei, dreimal nach und irgendwann nimmt man an diesem Gespräch gar nicht mehr wirklich teil. Wir möchten Ihnen jetzt in unserer Sendung Aktiv im Leben einige Möglichkeiten zeigen, wie Sie wieder aktiver am Leben teilnehmen können, liebe Zuschauer. Und dieser Thematik hat sich auch T-Online mal angenommen und da haben wir einen sehr interessanten Artikel für Sie gefunden. Vielleicht haben Sie ihn selber auch gesehen. Schwerhörigkeit kommt schleichend. Diese Warnzeichen ernst nehmen. Hörverlust ist oft ein schleichender Prozess. Erste Anzeichen können Betroffene zum Beispiel auf Familienfesten bemerken. Wer hier oder auf anderen Veranstaltungen mit vielen Hintergrundgeräuschen plötzlich nichts mehr versteht, sollte zum Arzt gehen. Gleiches gilt, wenn man in Gesprächen plötzlich viel öfter nachfragen muss. Wer bei Schwerhörigkeit frühzeitig gegensteuert, kann oft Schlimmeres verhindern. Unbehandelt kann es dagegen passieren, dass die fürs Hören zuständige Teile des Nervensystems verkümmern. Das Hörvermögen nimmt dann immer weiter ab. Und genau das ist das Dilemma. Aber diesem Dilemma werden wir uns annehmen, denn es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, bevor man mal zum Akustiker geht und sich ein teures Hörgerät zulegt, einfach mal zu testen, wie kommt man mit solchen Geräten klar. Und da hast du uns was Tolles mitgebracht. Ja, wir haben hier Hörverstärker. Die kommen in dieser tollen Box. Diana zeigt die uns gerade. Das sind zwei HDO-Hörverstärker. HDO ist ganz einfach, steht für hinter dem Ohr. Ja. Das heißt, Sie haben einen in Ihr Lautsprecher und da, wo dann die Batterie und die ganze Elektronik drin ist, ist hinter dem Ohr versteckt. Das sieht man gar nicht. Sehen Sie, es ist sogar hautfarben. Und dann kriegen Sie ganz viele von diesen in Ihr Stöpseln, sage ich mal, dazu, ja, dass Sie das also auch individuell für Ihre Ohrform aussuchen können. Diese Hörverstärker sind unglaublich leistungsfähig. Also die sind sehr gut durchdacht. Die zum Beispiel sind die also speziell für die Frequenzen zum Sprechen ausgerichtet. Das ist ja das, wo man also wirklich am Leben immer weniger teilnimmt, wenn man die Gespräche nicht mehr versteht. Und wenn Sie sowas mal ausprobieren wollen und sowas mal hören wollen, wenn Sie Ihnen das auffällt, dass Leute Sie nicht verstehen oder weil Sie komische Antworten geben, dann ist sowas mal eine gute Sache, das mal auszuprobieren, ob es da dran liegt. Du hast das gesagt, das kommt schleichend. Das ist wie mit dem Brillengucken. Man merkt es selber gar nicht. Nur die Umwelt merkt es halt, wenn man plötzlich den Fernseher sehr laut hat. Sie merken es nicht, weil wenn Ihr Umgebungsgeräusch immer weniger, immer weniger, immer weniger, das ist wie mit der Brille, das merkt man gar nicht so am Anfang. Aber es ist dann eben, wenn man dann so einen Hörverstärker hat, beziehungsweise ein Hörgerät, wenn es das also nötig sein sollte, dann kann man wieder am Leben teilnehmen. Man hört wieder Vögelgezwitscher im Wald. Man braucht den Fernseher nicht mehr so laut zu machen. Man stört niemanden damit und man kann einfach wieder am Leben teilnehmen. Diese Hörverstärker sind von der Technik, also einmal hatte ich schon gesagt, natürlich toll, weil dass die ganze Elektronik dahinter ist. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr unauffällig. Sie sehen das hier, es ist also hautfarben. Da haben wir auch ganz einfach ein ganz kleines Rädchen dran zum Laut-Leise-Regeln. Und das Tolle hier dran ist, dass das Mikrofon von diesem Hörverstärker ist hinten in diesem Kästchen drin, wo die Elektronik drin ist. Ja. Sie kennen das vielleicht von Ihren Bekannten, die ein Hörgerät haben. Das fiept manchmal so ganz, ganz furchtbar. Das ist, wenn das Mikrofon und der Lautsprecher zu dicht beieinander sind. Dann gibt es eine Rückkopplung. Das ist dieses Fiepen, was dann kommt. Und dadurch, dass die eben getrennt sind, also im Ohr und hinter dem Ohr, ist das also deutlich, deutlich weniger, dass das überhaupt passieren kann. Es ist ein Hörverstärker. Er verstärkt alle Geräusche um einen herum. Und das ist teilweise auch schon bei jungen Leuten, wenn da auf lauten Konzerten oder Diskothekenbesucher die Musik zu laut war oder es ein Knalltrauma irgendwann mal passiert ist. Man merkt es nicht so unbedingt, aber man merkt es halt an der Umgebung. Meine Oma zum Beispiel, die hat so schlecht gehört. Da hat man gefragt, wie war denn dein Tag gestern? Sagt sie ja, um 7 Uhr bin ich heute Morgen aufgestanden, weil sie die Frage gar nicht verstanden hatten. Ja. Ne? Da musste man dann auch sehr laut sprechen. Das ist natürlich, wenn Sie Ihnen Leute gegenüberstehen, die immer ganz laut sprechen, dann sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, einen Hörverstärker auszuprobieren. Hier sehen wir übrigens die Ladestation. Die haben keine Batterien, die haben Akkus drin. Und schauen Sie mal, da ist ein kleiner USB-Stecker dran. Den stecken Sie einfach in Ihr USB-Ladegerät oder einen Computer, wenn Sie einen haben. Und dann werden die automatisch geladen. Die legen Sie einfach nur rein in diese
praktische Ladestation. Hier sehen wir die Box, die ist sehr stabil natürlich auch, sieht sehr elegant aus. Die kann man überall mitnehmen und passt überall hin. Also ob das jetzt Hemdtasche, Sakkotasche, Manteltasche, Handtasche, kann man ganz unauffällig mitnehmen. Und es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Definitiv überhaupt nicht. Nein. Das ist was ganz normal passiert, ja. Carsten. Ne? Ja, das ist so. Kein Mensch schämt sich für eine Brille. Warum sollte man sich denn für einen Hörverstärker oder für ein Hörgerät schämen? Es ist eben nun mal einfach so. Bei dem einen passiert es in jungen Jahren, der andere hat ein paar Jahre mehr hinter sich und hat dann eben das Problem. Aber Sie zeigen ja damit ganz klar, wenn Sie mich persönlich fragen, dass Sie an dieser Problematik etwas ändern möchten, dass Sie wieder aktiver am Leben teilnehmen möchten, den Gesprächen wieder deutlicher folgen wollen, den Fernseher eben nicht mehr unbedingt so laut machen möchten. Es ist doch auch für Sie ein absolutes Plus an Lebensqualität, wenn man ganz einfach wieder vernünftig an Gesprächen teilnehmen kann und sein Gegenüber mal wieder vernünftig versteht. Und bevor man jetzt tatsächlich zum Akustiker geht, bitte nichts gegen Akustiker, bitte nicht falsch verstehen, aber möchte man das Ganze vielleicht erstmal testen, bevor man dann diesen ganzen Rattenschwanz mitmacht und so weiter, sich mit der Krankenkasse und dergleichen auseinandersetzt, testet man das Ganze doch ganz einfach mal. Und das Schöne ist, wir haben hier für 37,99 € eine ganz, ganz tolle Lösung für Sie. Übrigens als Pärchen, das heißt, es sind zwei Stück. Vielleicht zwei Stück drin, ganz genau. Vielleicht testen Sie es mal an einer Seite oder vielleicht versuchen Sie alle beide aus. Tasten Sie sich ganz einfach mal ran und ich glaube, diese knapp 38 € sind an dieser Stelle sehr gut angelegt. Ich kenne es übrigens von einer sehr guten Bekannten von mir, ist auch schon ein paar Tage älter, geht über die 80 drüber und hat immer das Problem mit den Batterien bei diesen, bei ihrem Hörverstärker. Die haben einen Akku drin. Das sind aber ganz teure, ne? Ja, natürlich. Also sagte zwei, drei Tage, dann sind die Batterien leer und jedes Mal kostet sie das ein kleines Vermögen. Hier sind Akkus drin, das heißt, die laden Sie ganz einfach wieder auf, liebe Zuschauer. Versuchen Sie es, die NX9094 und die 569 und vielleicht nehmen auch Sie dann wieder ein wenig aktiver am Leben teil. Jetzt möchten wir Ihnen gerne einen digitalen Stereo-Funk-Kopfhörer vorstellen. Auch der ist akkubetrieben und auch der ist natürlich ein absolutes Highlight bei uns im Programm. Sehr, sehr gerne gewählt, aber auch das ein richtiges Klangvergnügen. Das muss man ganz klar sagen, Ingo. Ne? Ja, vom Klang her ist er natürlich hervorragend, aber Diana, der sieht doch super schick aus, oder? Sieht fantastisch aus. Ich muss sagen, ich habe schon probiert. Sie sind sehr weich, sehr komfortabel und ich kann zeigen, dass sie passen zu jeder. Cool, sieht oder? Super aus, sehen super cool aus. Ja. Was? Sehen super cool aus. Das sind sogenannte Over-the-Ear-Kopfhörer, das heißt übers Ohr rüber. Und dadurch, dass die eben übers Ohr rüber gehen, filtern dann natürlich auch Umgebungsgeräusche ein bisschen aus. Deswegen hat Diana gerade gesagt, was? Das ist ein wie bitte? Wie bitte, genau. Das ist ein Funk-Kopfhörer. Das heißt, er braucht keine Kabel, überträgt einfach das Signal, was Sie haben, ob das jetzt ein Fernseher, eine Stereoanlage ist, drahtlos an das Headset hier. Es hat 60 Meter Reichweite. Das ist schon ganz beeindruckend. Also viel weiter als Bluetooth jemals kommen würde. Mhm. Damit kann man dann auch schon mal die Wohnung sauber machen. Oder zum Fernsehen natürlich, wenn Sie dabei sind, wenn Sie eine von den Leuten sind, die immer den Fernseher sehr laut haben, weil Sie nicht mehr gut hören können, kaufen Sie sich so einen Funkkopfhörer. Den können Sie ganz einfach an Ihren Fernseher anschließen. Und dann machen Sie Ihre eigene Lautstärke so, wie Sie wollen, ohne Ihre Nachbarn zu stören. Oder wenn man mal im Bett Fernsehen gucken will, dass man dann den Partner stört. Er hat hier vorne, Diana hat das gerade gezeigt, diese Knöpfe, die sind auch noch zur Bedienung. Da kann man es laut, leise machen, an- und ausschalten. Es sind super gepolstert und die Steuerung, haben wir gerade gesehen, ist direkt am Kopfhörer. Er hat ein DSP, das ist nochmal eine Klangverbesserung, eine elektrische. Und er hat richtige Lautsprecher drin. Das ist ja auch der Vorteil an diesen Kopfhörern, die übers Ohr rübergehen. Da braucht man sich keine Knöpfe ins Ohr zu stecken. Er ist kabellos und den kann man wirklich an alles anschließen. Ja, du hast da den Ständer dafür noch auf deinem Schoß. Der Ständer ist nicht nur ein Ständer, das ist tatsächlich auch die Ladestation dafür. Das heißt, der ist auch mit Akku und wenn Sie fertig sind damit, setzen Sie ihn einfach wieder rauf auf den Ständer und er wird automatisch geladen. Einfach so zum Drauflegen, sieht super elegant aus und hat jede Menge Anschlussmöglichkeiten. Sie können hier Ihren Fernseher über einen optischen Eingang einspeisen oder über einen Cinch-Eingang. Also kann man jeden Fernseher ganz problemlos mit anschließen. Und dann hat man eben den Fernsehgenuss über einen Kopfhörer. Da kann man auch, was weiß ich, es gibt ja bei vielen Sendern sind sehr viele Werbepausen immer drin. Da kann man sich dann mal, was weiß ich, ein Brot machen oder ein Getränk holen und verpasst nichts vom Film, weil wenn es dann wieder losgeht, hört man das im Kopfhörer und kann wieder zurück zum Fernseher gehen. Ja.
Der hat einfach einen tollen, tollen Klang, ist vom Design super ausgedacht. Ich finde das mit der Ladestation unglaublich intelligent, dass man da keine Kabel irgendwo reinstecken muss oder den nochmal, den Kopfhörer selber nochmal irgendwo anschließen muss. Natürlich kabellos, super weich gepolstert, trägt sich sehr angenehm und hat halt diesen irren Klang. Also richtig toll, hat drei Klangmodi für Musik, für Sprache und für Konzerte, was immer Sie hören. Idealer Kopfhörer, um nichts zu verpassen und eben drahtlos informiert zu bleiben, ohne jemanden zu stören. Liebe Zuschauer, jetzt bieten wir Ihnen das, und Sie sehen es gerade rechts im Bildausschnitt, für 59,84 € an. Sie kennen das natürlich, dass man für solche Kopfhörer, gerade auch in dieser Qualitätsanforderung, mitunter deutlich über 100 € bezahlt. Knapp 130 € wäre auch hier die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein Spitzenpreis, den wir hier gerade für Sie haben. Also selbst Pearl.de hat es also schon richtig günstig für knapp 63 € für Sie im Programm. Hier gehen wir doch mal deutlich unter 60 € runter. Ist natürlich auch mal eine sehr, sehr schöne Geschenkidee, ja. Vielleicht mal für einen Partner, ja, um vielleicht mal so dezent zu sagen, immer, ist vielleicht eine schöne Gelegenheit, ich möchte abends was lesen, du möchtest lieber Fernsehen schauen, ob das deine Serie ist oder ob das von mir aus auch mal ein Fußballspiel ist oder andere Programme natürlich. Nimm doch einfach mal einen Kopfhörer, dann kann ich in aller Ruhe mein Buch lesen, meine Zeitschrift blättern und du kannst die Lautstärke so laut machen, wie du das für richtig hältst, störst du die Nachbarn nicht. Und mich auch nicht unbedingt. Vielleicht aber für einen Teenager sehr interessant. Man kann es auch mit einer Spielekonsole beispielsweise verbinden, ein bisschen Musik hören zum Beispiel. Auch das ein riesengroßes Thema. Und Sie werden mit Sicherheit von dem Tragekomfort begeistert sein. Und die 60 Meter Reichweite überzeugen mich persönlich auf jeden Fall. Ja, und das ist ja auch so, ich weiß nicht, war das bei dir auch so als Kind? Stand der Fernseher immer im Wohnzimmer. Das heißt, wenn irgendwo Besuch war, im Esszimmer irgendwo, durften wir nicht Fernsehen gucken. Ja, das stimmt. Weil das natürlich mir genauso viel zu laut war. Ne? Mit so einem Kopfhörer können Ihre Kinder weiter Fernsehen gucken, auch wenn sie Gesellschaft haben. Sie haben das gesehen, eben Diana hat die Hörer, kann man auch verstellen. Passt wirklich für jede Kopfgröße. Ich habe einen sehr großen Kopf, mir passt der. Diana hat einen mittelgroßen Kopf, da passt der auch. Den kann man ganz problemlos verstellen. Ultra komfortabel durch diese weiche Polsterung oben und die Kopfhörer selber sind auch sehr gepolstert, wie Sie sehen. Ganz weiches Material, auch Kunstleder, das hält also auch sehr lange. Ein toller Kopfhörer für alle Gelegenheiten. Muss ich ganz klar sagen, liebe Zuschauer. Und ich weiß, wie absurd das klingt, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, aber denken Sie bitte rechtzeitig vielleicht auch an die ein oder andere Geschenkidee zum Weihnachtsfest. Sie kennen die Problematik mit den Lieferketten. Wir sprechen sie in letzter Zeit immer wieder an. Wir sind nicht der einzige Versender, der damit unter Schwierigkeiten hat, für Nachschub zu sorgen. Unsere Läger sind voll. Wir haben also tatsächlich rechtzeitig darauf reagiert und können Ihnen das, was wir Ihnen anbieten, tatsächlich auch liefern. Das ist definitiv nicht überall der Fall. Deswegen denken Sie in aller Ruhe drüber nach. Wir haben einen super Preis von deutlich unter 60 € für Sie. Und was Sie haben, das haben Sie. Eine Sorge weniger definitiv und ein fantastisches Klangerlebnis. Bestellen Sie bitte jetzt mit der ZX1848 und der 569 und genießen Sie dieses Klangpaket in vollen Zügen. Er sieht natürlich auch noch absolut fantastisch aus. Wir haben aber noch mal etwas speziell fürs Fernsehen schauen, grundsätzlich für den Entertainment-Bereich. Und das ist dieser interessante Kopfhörer. Was kann der denn jetzt eigentlich, Ingo? Ja, das ist jetzt da haben Sie die Stecker im Ohr. Ist aber nicht kabelgebunden, ist auch Funk, also drahtlos Kopfhörer. Das heißt, Sie tragen keine Kabel mit sich rum und können ganz bequem überall in der Wohnung rumgehen und verpassen nichts im Fernsehen. Sie können auch hier natürlich Ihren Fernseher so laut machen, wie Sie wollen, weil Sie der Einzige sind, der das hört über die Kopfhörer. Damit stören Sie niemandem. Das kommt natürlich mit zwei Akkus. Das heißt, er ist immer voll. Auch diese Station, wenn Sie den reinstellen, ist gleichzeitig Ladestation. Sieht ja schick aus, muss man ganz klar sagen. In der Kombination so, finde ich super. Ja, er hat Kinnbügel, das ist natürlich auch, ist ein Kinnbügel, also nicht oben auf dem Kopf. Das ist natürlich auch noch ein bisschen komfortabler für Brillenträger. Und er hat auch die Anschlüsse mit 3,5 und Cinch-Anschlüsse. Das heißt, auch den können Sie an alle Fernseher anschließen. Ist kinderleicht zu installieren, ist ein Premium-Produkt von NewGen Medicals. Trägt sich sehr, sehr angenehm und ist natürlich auch sehr unauffällig. Das ist kein klobiger Kopfhörer, sage ich mal, sondern das ist einer, der ausschließlich zum Fernsehen eben hervorragend geeignet ist und ganz speziell für Fernsehen gemacht ist, dass Sie hier eben problemlos und störenfrei Fernsehen gucken können, ohne jemanden zu stören. Das finde ich spitzenklasse. Jetzt zeigt uns Diana nochmal die Einstellungen von der Rückseite. Ist nochmal ganz entscheidend, dass man da eben auch nochmal die Lautstärke und dergleichen alles sehr schön einstellen kann. Und der ist nicht zu schwer vom Schwerpunkt her? Nee, er ist nicht so schwer vom Schwerpunkt her. Was an dem jetzt
der absolute Top-Seller ist, warum ja. das an denen jetzt ja. so besonders ist, dass er auch noch ein Mikro eingebaut hat. Ach. Das heißt, dir entgeht auch nichts, was um dich herum passiert. Ja. Das heißt, du kannst also tatsächlich Fernsehen gucken oder Radio hören und wenn jemand ruft, Carsten, hast du noch einen Kaffee für mich oder ja, sowas, ja. dann sitzt du da nicht und weißt gar nicht, was Sache ist. Du hörst trotzdem, was um dich herum passiert. Das ist natürlich großartig. Und das wird auch noch verstärkt. Ja, das ist großartig. Das ist eben das Tolle an diesem Kopfhörer. Wie gesagt, auch drahtlos, auch akkubetrieben. Das heißt, sie brauchen keine Batterien zu kaufen und sie hängen nicht an einem Kabel, wenn sie damit unterwegs sind. Mhm. Ist für Brillenträger natürlich super geeignet. Dadurch, dass der Kopfhörer selber sehr flexibel ist, passt er natürlich auch an jeden Kopf, an jede Kopfform. Wie gesagt, ideal für Brillenträger. Und dieses Mikrofon, was hier eingebaut ist, ist eben toll, dass sie die Umgebungsgeräusche trotzdem hören können, dass die Leute sich trotzdem noch mit ihnen unterhalten können, obwohl sie diese Kopfhörer drin haben. Ja, Diana zeigt uns das mal gerade, wie angenehm das ist. Also wirklich ganz einfach nur als Ohr kurz angestöpselt, da muss nichts reingedrückt werden und gar nichts. Hat natürlich einen richtig angenehmen Schwerpunkt. Ich habe persönlich festgestellt, man merkt es eigentlich gar nicht wirklich, dass man diesen Kopfhörer umhat. Man merkt es natürlich am Klangerlebnis, ja. das ist klar, aber jetzt vom Tragekomfort her ist der ausgesprochen angenehm. Der ist super leicht, dieser Kopfhörer. Und die Stecker, die im Ohr drin sind, sind auch sehr weich gepolstert. Ganz, ganz toll von der Funktion her mit dem Mikrofon. 25 Meter Reichweite, kommt mit der Ladestation, Sie brauchen keine Batterien und können ihn ganz einfach an Ihren Fernseher oder jede Musikquelle anschließen und sind damit wieder total unabhängig, auch wenn Sie schlecht hören oder niemanden stören wollen. Und da sagst du genau das Richtige hier. Man stört keinen. Man ist selber definitiv wesentlich komfortabler unterwegs. Und wir haben Ihnen jetzt gerade insgesamt drei verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie Sie entweder wieder aktiver im Leben, bei Gesprächen und so weiter dabei sein können oder eben auch ganz einfach mal Ihr persönliches Entertainment-Programm, Ihr Lieblingsfernsehprogramm mal wieder auf eine vernünftige Art und Weise genießen können, ohne dass Sie andere stören, ohne dass Sie sich selber irgendwie komisch vorkommen, weil Sie den Fernseher oder die Musik ganz einfach zu laut machen. Jetzt haben Sie eine realistische Chance und gerade bei solchen Geräten wird natürlich auch die Sprache verstärkt. Ich habe selber, Ingo, ganz ehrlich, wenn ich bei mir zu Hause Fernsehen schaue, ich schaue mir einen Film an oder was, ich habe ständig die Fernbedienung in der Hand, mache lauter, leiser. Ja, ja. Das ist ja fürchterlich. Das kannst du so mit so einem Gerät natürlich nochmal ganz anders ausgleichen. Ja, und der ist jetzt endlich wieder lieferbar. Der war auch lange ausverkauft aufgrund der Funktionalität von dem. Ja. Mit dem Kabellosen, mit dem Mikrofon, was die Sprache von außen eben auch noch mit aufnimmt. Sehr dezent. Es ist ein Kinnbügel-Funk-Kopfhörer mit 25 Meter Reichweite. Auch 25 Meter ist ein Qualitätsmerkmal. Da könnte ich bei mir in der Wohnung einmal drum rumlaufen. Ganz ehrlich, da komme ich aber in jeden einzelnen Punkt meiner Wohnung. Super. Ja, wir hören gerade, unser Hörverstärkerpaar ist auch schon sehr stark nachgefragt. Monika hat unter anderem zugegriffen. Mhm. Monika, schreiben Sie uns mal eine E-Mail, ob das bei Ihnen was gebracht hat und wie Ihre Erfahrungen damit sind. Wir hören immer gerne von Ihnen, was Sie mit unseren Produkten alles machen und wie Ihnen das hilft. redaktion@pearl.tv ist unsere E-Mail-Adresse. Mhm. Also, du hast ganz richtig gesagt, wir haben diese drei tollen Sachen Ihnen vorgestellt. Und das hier ist eben der Kopfhörer, der das Mikrofon noch drin hat, womit man niemanden stört, der absolut flexibel einsetzbar ist. Schauen Sie mal, wie dehnbar diese Henkel sind. Das passt also wirklich überall hin und trägt sich ganz, ganz angenehm. Liebe Zuschauer, das Ganze natürlich akkubetrieben. Sie haben einen Akku drin, ein zweiter Akku ist im Lieferumfang bereits enthalten. Das heißt, Sie müssen niemals Angst haben, dass das Gerät irgendwann mal leer sein könnte. Und selbst wenn der Akku mal irgendwann leer sein sollte, dann tauschen Sie ihn ganz einfach aus in ein, zwei kleine Handgriffe. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Praktisch, Ladestation ist auch mit dabei, sieht ausgesprochen schick und vernünftig aus. Kann man, wenn man fertig ist, wenn man zu Bett gehen möchte, gerne dann ganz einfach neben den Fernseher, neben sein Entertainment-Paket zu Hause packen. Und wenn man sich dann wieder dahinsetzt, nutzt man ihn dann ganz einfach weiter. Das ist deutlich mehr Lebensqualität, wenn Sie mich persönlich fragen. Und nochmal bitte, man muss sich für eine Schwerhörigkeit, egal wie ausgeprägt, nicht schämen. Nochmal, kein Mensch schämt sich für eine Brille, die er auf der Nase trägt. Also muss man sich definitiv auch nicht für ein etwas schlechteres Hörvermögen entschuldigen oder schämen oder sonst irgendetwas. Wenn Sie es aber als störend empfinden, wenn Sie ganz einfach wieder etwas mehr aktiver im Leben oder am Leben teilhaben möchten, wenn Sie etwas mehr mitten im Leben sein wollen, dann machen Sie das ganz einfach. Und wir haben Ihnen drei tolle Möglichkeiten gezeigt. Ich bin ein Riesenfan von diesen hinter dem Ohr Hörverstärker. Mhm. Ich finde die beiden Kopfhörerlösungen sensationell für auf dem Kopf oder ganz einfach hier als Bügellösung. Tolle Möglichkeiten, die wir Ihnen anbieten. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zugreifen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und auf die nächsten Sendungen mit Ihnen.